Günter Eich, Träume. Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss. Oh, angenehmer Schlaf auf dem Kissen mit roten Blumen, einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie 3 Wochen gestickt hat. Oh, angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend, Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden, Cambridge siegte gegen Oxford mit 2,5 Längen. Das genügt, das Gehirn zu beschäftigen. Oh, diese weichen Kissen, Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt, jene Nachricht zum Beispiel. Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung, die Frau, Mutter von 7 Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsere. Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausfechten. Ach, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund. Schon läuft der Strom in den Umzäunungen und die Posten sind aufgestellt. Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem. Seid Sand. Nicht das Öl im Getriebe der Welt. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche heute über Günter Eich, Träume. Dieses Gedicht ist genau genommen gar nicht ein einzelnes Gedicht, sondern es gehört zu einem Hörspiel von Günter Eich, das 1951 ausgestrahlt wurde und damals einen Skandal verursacht hat. Ich möchte nicht allzu viel über dieses Hörspiel erzählen, denn unsere Zeit ist ja immer knapp und ich sage sowieso schon immer zu wenig in meinen Augen und habe danach immer das Gefühl, das und das und das hätte ich noch sagen müssen. Deswegen möchte ich über das Hörspiel wirklich nur sagen, es war die Zeit der Hörspiele. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Zeit, in der man als Autor sich vor allem mit dem Medium Radio beschäftigt hat, denn fast alle Leute hatten ein Radiogerät daheim stehen und die konnten dadurch Literatur empfangen. Ein Fernseher gab es noch nicht überall zu Hause, das hat dann sehr viel länger gedauert und deswegen waren Hörspiele eine gute Möglichkeit, sich mit seiner Kunst zu präsentieren, wenn man diese Gelegenheit bekommen hat. Also, dieses Gedicht Träume kommt aus dem Hörspiel Träume und ist dort eigentlich der Abschluss des Hörspiels. Und in diesem Hörspiel kommen verschiedene Träume vor, sind aber Albträume. Und diese Träume werden von unterschiedlichen Menschen geträumt. Und es sind 5 Träume für 5 Kontinente. Und jeder Albtraum ist auf seine Weise beklemmend, surreal, fast schon, würde ich sagen, kafkaesk. Und man kann dieses Hörspiel auch im Internet finden, man kann es auf YouTube nachhören, wenn euch das interessiert.
besonders angegriffen wurde der zweite Traum. Da geht es um Eltern, die ihr Kind verkaufen und dieses Kind wird dann geschlachtet, damit sich die ältere Generation regenerieren kann. Wenn man die brutale Realität des Krieges betrachtet, wo tatsächlich junge Leute geopfert werden, dann ist dieser zweite Albtraum zwar in dieser drastischen Verkürzung im ersten Moment verstörend, aber eigentlich ist es ja genau das, was geschehen ist. Man hat die jungen Leute, man hat die Kinder, die Nachfolger geopfert für irgendwelche Ideen der älteren Generation. So, aber kommen wir zu diesem Gedicht. Für mich hat dieses Gedicht einen ganz besonderen Stellenwert. Ich habe ja in meiner Unterrichtskarriere häufig auch Klassen übernommen, die ich nur kurzfristig unterrichtet habe, die ich nur vielleicht ein paar Monate unterrichten konnte, die ich in einem Fall auf die Matura vorbereiten musste und die hatten zum Thema Lyrik noch nicht so viel gemacht. Und dann stand ich vor dieser Situation, ja, was macht man denn in dieser kurzen Zeit noch an lyrischem Notvorrat? Ich gehe ja immer davon aus, dass meine Schüler, wenn sie dann das Gymnasium verlassen, mal eine Zeit lang nichts mehr wissen wollen von Lyrik. Viele Leute haben große Berührungsängste mit Lyrik und dass die dann nicht mehr in Berührung kommen damit. Und was möchte ich denen unbedingt mitgeben? Und da gibt es ein paar Autoren und da gibt es ein paar Gedichte, die es unbedingt sein müssen. Und für mich eines dieser unbedingt Gedichte ist dieses hier, dieses Träume von Günter Eich. Und deswegen darf es natürlich in meinem Poesiealbum auch nicht fehlen. Was ist also dieses Besondere an diesem Gedicht? Warum gehört es für mich zu diesen Notvorratgedichten, die man unbedingt kennen sollte, die man unbedingt haben sollte? Das Gedicht ist ein Appell. Wacht auf! Es spricht uns direkt an, zuerst mal als Kollektiv und dann wird sogar noch vereinzelt du. Auch zu dir kommt das Entsetzliche. Dieses Gedicht warnt, schlaf nicht. Das Gedicht rüttelt wortwörtlich auf. 1951 hatten die Leute einfach die Schnauze voll von schlechten Nachrichten. Die Leute wollten endlich ein Leben in Frieden aufbauen, endlich einen Wohlstand genießen. Sie wollten endlich raus aus der Not, endlich raus aus der Bedrückung, sei es Nationalsozialismus, sei es Krieg, sei es die entsetzliche Situation dann nach dem Krieg. Also das waren wirklich sehr harte Jahre, die Leute wollten davon nichts mehr hören. Sie wollten einfach ihr kleines, schönes, beschauliches, friedliches, bürgerliches Leben leben. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch. Aber dieses bürgerliche Leben, das wird hier symbolisiert durch das Kissen mit den roten Blumen, das Anita gestickt hat, also sehr häuslich. Die hat sich da schön das Kissen zum Schlafen gemacht. Eben, dass es ein Kissen ist, ist ja auch kein Zufall. Leute haben ja tatsächlich gestickt. Das hat auch so was Biedermeierliches, dieser Rückzug ins Private. Man möchte nichts mehr wissen von der Welt da draußen. Die sollen machen, was sie wollen. Hauptsache, ich habe jetzt meine Ruhe. Und dann kommt eben dieser Schlaf. Ich mache die Augen zu und ich schlafe. Aber wie gesagt, in diesem Hörspiel schläft man dann und dann hat man die fürchterlichsten Albträume. Und diese Albträume werden Realität, wenn man eben nicht wach bleibt. Das ist vielleicht so die Botschaft, die dahinter liegt. Angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Endlich gibt's wieder mal ordentliches Essen auf dem Teller. Und das ist doch das Wichtigste, ein gutes Essen auf dem Teller, ein schöner Schlaf. Was brauche ich mehr? Und zur Unterhaltung habe ich ein paar nette Nachrichten. Die Osterlämmer, die erwachende Natur, ein bisschen Spiel, ein bisschen Sport. Und mehr braucht es nicht. Mit den schlimmen Dingen möchte ich mich nicht beschäftigen. Ich möchte mich unterhalten lassen. Heute würde man sagen Entertainment. Und damals war es eben eine Art von Eskapismus. Ich versuche mich abzulenken, ich versuche zu fliehen von irgendwelchen harten Realitäten, die gehen mich nichts an. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber es ist einfach wichtig. Es ist ja schon legitim, dass man sagt, ich möchte mich nicht mehr mit den schlimmen Dingen beschäftigen. Ich hatte es jetzt lang genug schlimm, jetzt darf ich mir auch mal was gönnen, meinen Nachmittagsschlaf, meinen Braten. Aber Günter Eich konfrontiert uns damit, dass wir, wenn wir uns nur noch ablenken, in das nächste Unglück stürzen. Und dann bringt er eben dieses Beispiel, die schlechte Nachricht. Wir vergessen das Ärgerliche der Welt, zum Beispiel die Frau, die wegen Abtreibung angeklagt ist. Also sie hat eine illegale Abtreibung vorgenommen. Abtreibung ist bis heute ein sehr umstrittenes Thema. Bis heute werden Abtreibungsgesetze
erlassen in die eine und in die andere Richtung. Mal ist es erlaubt, mal ist es nicht erlaubt. Das ist bis heute ein stark debattiertes Thema. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel darauf eingehen. Aber hier zeigt er, hinter diesen singulären Fällen stecken Schicksale, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Wir können nicht sagen, wir sind gegen Abtreibung und das ist illegal, aber die Notsituation, die die Frauen dazu bringt, diese Abtreibung überhaupt durchzuführen, die interessiert uns nicht und gegen die machen wir auch gar nichts. Also er zeigt uns auch hier eine gewisse Doppelmoral, dass man sagt, ja, das sind Sachen des Gerichts, das interessiert uns nicht. Wir möchten, dass die Welt so und so und so funktioniert. Wenn sie so nicht funktioniert, dann ändern wir nicht die Rahmenbedingungen, sondern dann schieben wir das auf irgendwelche anderen Instanzen, die sich dann darum kümmern sollen. Eben das Gericht soll sich jetzt darum kümmern, was mit dieser Frau ist, die da diese Abtreibung vorgenommen hat und warum die das gemacht hat, welche Verzweiflung da dahinter steckt, welches Schicksal dahinter steckt. Das geht uns nicht an, das lässt uns völlig kalt. Und dann kommt eben die Frage, ach, du schläfst schon. Du schiebst alles auf andere Instanzen, auf deine Enkel. Die Enkel sollen es ausfechten. Du bist also schon wieder im Schlaf. Ja, dann wach mal schnell auf, denn schon läuft der Strom in den Umzäunungen. Das ist natürlich eine sehr bittere Reminiszenz. Gerade in der Zeit ist das noch nicht so lange vorbei. Die deutschen Konzentrationslager zum Beispiel, die waren mit Stromzäunen umgeben. Und das hat man gerade hinter sich gelassen. Aber Eich warnt, das kann wiederkommen. Wir haben das nicht überwunden, nur weil jetzt ein paar Jahre vergangen sind. Der Mensch ist nicht ein grundlegend anderer geworden. Unsere Gesellschaft ist nicht eine grundlegend andere geworden. Wir müssen wachsam bleiben. Und wenn wir jetzt schlafen, wenn wir jetzt uns zurücklehnen und sagen, ja, das ist die Sache von anderen Leuten, dann werden wir ein sehr, sehr böses Erwachen haben, denn dann wachen wir in diesen Albträumen auf. Und dann kommt eben dieser Appell am Ende, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Also er sagt, es gibt Leute, die sehr wohl interessiert sind, die Welt zu gestalten, wenn wir das nicht machen, weil es uns zu aufwendig ist und weil wir zu bequem sind oder weil es uns lästig ist, dann gibt es andere, die das an sich reißen werden und die dann sagen, mach dir keine Sorgen, ich bin ja da, das mach schon ich und ich werde das schon gut machen, aber wir dürfen uns auf diese Leute nicht verlassen. Und das ist natürlich ein Ansinnen der Aufklärung. Die Aufklärung sagt, überlass das nicht irgendeiner Obrigkeit, nimm das Leben, nimm das Zusammenleben selbst in die Hand, organisiert euch selbst. Wartet nicht, dass irgendwelche Obrigkeiten, irgendwelche Führer das für euch übernehmen. Seid misstrauisch gegen ihre Macht. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass ihr das nicht aus der Hand gebt. Und wie viele Leute, nicht nur junge Leute, vielleicht die sogar weniger, aber wie viele Leute sagen, Politik interessiert mich eigentlich nicht. Aber das ist sträflich und davor warnt Eich ganz eindringlich. Politik ist nicht irgendetwas, das irgendwelche Leute in irgendwelchen Hinterzimmern spielen sollten. Das ist nicht ein Gesellschaftsspielchen. Wir alle sind die Figuren in diesem Spiel und wir müssen uns interessieren für das, was da geschieht. Wir haben gar keine Wahl. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, unpolitisch zu sein. Denn wenn wir das sind, wenn wir uns auf dem schön gestickten, biedermeierlichen Kissen ausruhen, dann stürzen wir in die nächste Katastrophe. Und das ist eben hier der Schluss. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind. Also diese leeren, diese kalten, gleichgültigen Herzen, die machen möglich, dass das Unausdenkbare, das Unmenschliche möglich wird. Eben, auch in Bezug auf diese Abtreibung da, ja, interessiert mich nicht, das ist mir doch egal. Und die Leere der Herzen ist ein Thema, das bis heute ein riesiges Thema bleibt. Wenn wir die aktuelle Krise anschauen mit diesem SARS-2-Coronavirus, dann sehen wir auch da die Leere der Herzen um sich greifen, wenn es heißt, naja, wegen den paar Schwachen und Alten, die an dem jetzt sterben, hätte man auch nicht diesen ganzen Zauber aufführen müssen. Diesen Spruch hört man leider, den liest man sogar. Das schreiben Leute auch so hin. Und da bin ich dann auch erstaunt, was da für eine Leere der Herzen da ist. Da müssen wir wirklich wachsam bleiben. Das ist jetzt hier ein sehr politischer Appell auch von meiner Seite. Entschuldigt bitte, dass ich das angemerkt habe, aber wir leben in finsteren Zeiten, um Brecht zu zitieren. Also, wacht darüber,
dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze. Und das ist eigentlich der Satz. Tut das Unnütze. Den stelle ich dann auch immer meinen Schülern zur Debatte. Was heißt denn das? Tut das Unnütze. Wir hören doch immer, dass immer alles, was wir tun, nützlich sein soll. Und wir fragen ja immer, ja, und was bringt mir das jetzt? Was habe ich davon? Was nützt mir das mal irgendwann? Gerade so Gedichte lesen, was bringt mir das mal? Was werde ich davon irgendwann mal profitieren? Kann ich das in meinen Lebenslauf reinschreiben? Kann Gedichte interpretieren? Die Gedichtanalyse ist ja auch immer das Beispiel, warum gymnasiale Bildung sinnlos ist und warum das gar nichts bringt. Günther Eich appelliert, tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Warum ist ihm das so wichtig? Und ich glaube, das Unnütze, dass das nicht unmittelbar einen Zweck verfolgt, dass mir nicht unmittelbar etwas bringt, dass ich nicht aus irgendeiner Berechnung, aus irgendeinem Kalkül heraus tue, das ist mein menschlicher Spielraum. Und das meine ich jetzt in beiden Hinsichten. Es ist mein menschlicher Spielraum, da kann ich mich entfalten, da kann ich spielen, da kann ich sein, da kann ich aufblühen. Aber es ist auch der Moment, wo ich zutiefst humanistisch sein kann. Denn natürlich kann ich sagen, was habe ich davon, mich für Schwächere einzusetzen? Die sind ja schwach, die helfen mir ja dann nicht. Da gibt es keine eine Hand wäscht die andere oder so. Also ich müsste mich eigentlich nur mit den Leuten beschäftigen, die mir vielleicht was bringen. Vielleicht kann ich mich da ein bisschen ranwanzen und dann helfen die mir. Und was habe ich davon, wenn ich mich für Schwache einsetze? Eben das ist unnütz. Oder eben Kunst ist unnütz. Aber genau in diesem Unnützen, im Tun des Unnützen, offenbart sich der Charakter. Da zeigen wir, wer wir wirklich sind. Und die Lieder, die wir singen, und Gedichte sind ja auch Lieder, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem. Seid nicht diejenigen, die den Laden am Laufen halten. Seid diejenigen, die den Laden hinterfragen. Seid diejenigen, die mal bremsen. Die sagen, stopp, Moment, ich möchte da mal kurz drüber nachdenken. Ich möchte nicht einfach Ja und Amen sagen und immer, ja, ist okay und Hauptsache nützlich und das wird schon was bringen und Hauptsache der Wirtschaft geht es gut und Hauptsache wir haben jetzt wieder einen Gewinn gemacht und Hauptsache, es schnurrt immer alles schön vor sich hin, dass man auch mal hinterfragt, will ich überhaupt so weitermachen? Ist das gut für uns? Nicht in einem streng utilitaristischen, in einem streng gewinnorientierten Sinn, sondern ist es für mich, für meine Seele gut? Ist es für mein Innenleben gut? Ist es für uns als Gesellschaft gut, was wir hier machen? Deswegen dieser Appell, seid Sand und nicht das Öl im Getriebe der Welt. Und das jungen Menschen mitzugeben, ist natürlich eine gefährliche Botschaft. Denn zu sagen, sei unbequem, das ist ja vor allem für denjenigen, der unbequem ist, unbequem. Wenn man sich nämlich querstellt, wenn man nämlich Sand ist, dann wird man zerrieben. Wenn man Öl ist, dann schnurrt die Maschine. Also Eichs Appell ist natürlich auch ein Appell, der eine gewisse Gefahr enthält. Denn aufzustehen und zu sagen, nein, ich nicht, ohne mich, ich will das nicht, das ist der Garant, dass man sich unbeliebt macht, dass man als Querulant gilt, dass man als jemand gilt, der schlechte Stimmung verbreitet und ein Miesmacher sei. Und das wird nicht gern gesehen. Jetzt sei doch mal ein bisschen optimistisch und jetzt mach doch mal ein bisschen mit. Das heißt, der Weg, den Günther Eich hier vorzeichnet, dieser Weg des Unbequemen, dieser Weg des Aktivseins, des Wachseins, das ist natürlich nicht für jedermann. Aber wenn wir alle mehr bereit wären, von unseren Kissen aufzuschauen, zu schauen, wie die Welt sich entwickelt, zu schauen, wohin wir gehen, dann würden wir vielleicht auch weniger Mühe haben als Einzelne, die versuchen, dieser großen Maschinerie etwas entgegenzustellen, dass wir versuchen, nicht mehr als Einzelkämpfer, sondern als Kollektiv unsere Welt zu gestalten. Das ist der Appell. Wacht auf,
Eure Träume sind schlecht. Hört auf zu träumen. Gestalten wir die Welt, gestalten wir die Wirklichkeit gemeinsam. Und lassen wir nicht zu, dass andere für uns die Macht ergreifen. Vertrauen wir denen nicht. Vertrauen wir vielleicht auch uns selber nicht. Hinterfragen wir auch uns selbst immer wieder. Und dann können wir immer noch uns zurücklehnen und den Braten genießen. Und dann kann man auch sein Nachmittagsschläfchen machen. Aber es braucht auch diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für eine Gesellschaft, die nicht uns führt, sondern die wir führen und gestalten.